herzlich willkommen zu Top 10. Auf unseren Weltmeeren passieren merkwürdige Dinge und vieles bleibt davon ungelöst. Wie Nummer 10. Eine Yacht wird vor der australischen Küste gefunden, aber niemand ist auf dem Boot und der Motor läuft sogar auch noch. Etwa ein Geisterschiff? Man fand sogar einen gedeckten Tisch mit Essen. Hat jemand Hunger? Nummer 9. Der Shack Harbor-Vorfall in Kanada. Ein blitzendes UFO kracht offensichtlich ins Wasser unweit vom Hafen. Nach einer langen Militärsuche wird aber nichts gefunden. Vielleicht sollte Agent Mulder mal den Fall übernehmen. Nummer 8. Globster. Das sind knochenlose und gummiartige Kadaver, die 1896 an den Strand von Florida angespült wurden. Einige davon konnten bis heute keiner bestimmten Art zugewiesen werden. Unglaublich, was alles so im Meer lebt. Also ich gehe da nicht mehr baden. Nummer 7. Julia. So wurde ein Geräusch genannt, das 1999 über den gesamten Pazifischen Ozean schallte. Es wurde aufgenommen, aber niemand weiß, was es ist. Wer macht denn da so einen Lärm? Nummer 6. Die Füße der Salish Sea. Über 10 abgetrennte menschliche Füße werden an einer Küste Kanadas gefunden. Man weiß nicht, zu welchem Körper sie gehören. Vielleicht mal die Schuhgröße nachmessen. Nummer 5. Die Baikimo ist 1931 im Eis gefangen, dann wird die Crew gerettet. Aber seitdem wurde das Schiff noch mehrmals gesichtet, auch noch nach 40 Jahren. Aber wer ist denn da bitte an Bord? Captain Iglo oder was? Nummer 4. Die Straße von Bimini. Das ist eine straßenförmige Unterwasser-Felsformation aus Kalkstein. Einige Wissenschaftler gehen davon aus, dass es der Beweis ist für Atlantis. Dabei wird auch eine Straße unter Wasser bauen. Nummer 3. Die USS Scorpion ist ein Atom-U-Boot, das 1968 inklusive kompletter Crew verloren gegangen ist. Es ist einfach abgetaucht und nie wieder aufgetaucht. Das macht mich ganz wahnsinnig. Nummer 2. Darauf habt ihr gewartet, das Bermuda-Dreieck. Hier verschwanden schon Schiffe, Flugzeuge und andere Gegenstände. Aber was ist das? Das ist doch meine Segeljacht! Ach Gott sei Dank, der Privatjet fliegt noch. Einmal bitte nach Köln-Bonn. Nummer 1. Die Ostsee-Anomalie an der schwedischen Küste. Ganz aktuell. Hier wird immer noch in den Tiefen der Ostsee geforscht. Dort wurde ein scheibenförmiges Objekt gefunden 2011. Etwa ein UFO? Es kann nur sehr schwer erforscht werden, denn wenn man in die Nähe gelangt, funktioniert kein elektronisches Equipment mehr. Nicht einmal das Smartphone mit der YouTube-App. Dann aber mal gute Nacht. Ja, das war's von mir. Auf Wiedersehen. Schau dir noch mehr Top 10 Videos an. Magst du es spannend? Dann klicke links. Oder doch eher die leichte Unterhaltung? Dann klicke rechts.